Willkommen bei Gekocht, der beste Kochchannel auf YouTube. So, heute gibt es natürlich mal kein Kochvideo im Sinne. Es wird heute mal etwas anders. Und zwar machen wir heute mal ein kleines Infovideo. Worum es dann nächste Woche natürlich geht, das verrate ich euch am Ende des Videos. Und ja, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Die Nachfrage natürlich bei Gekocht auf Facebook, das ist eine Gruppe, wer sich da noch nicht eingeloggt hat, sage ich mal, sollte es vielleicht machen. Ihr könnt dort Rezepte austauschen mit anderen Gruppenmitgliedern. Ich finde es toll, kostet nichts. Genauso wie den Kanal zu abonnieren. Also abonniert ihn. Drückt die Glocke, verpasst kein Video mehr. Mittwochs oder halt mal zwischendurch, wenn etwas besondere Video kommt. Warum ich heute kein Video mache, ist eine zeitliche Frage. Seid mir da bitte auch nicht böse. Dafür gibt es aber nächste Woche zwei Videos über Wünsche von Usern. Und zwar hatte ich einmal eine Anfrage von Gewürzpasten. Das will ich natürlich gerne eingehen. Gewürzpasten, ich habe schon alles da. Wird gemacht. Video gibt es nächste Woche. Wann weiß ich noch nicht. Mein Mittwoch kommt ein normales Kochvideo. Und ich denke mal dann entweder Montag oder Freitag kommt natürlich dann das überhaupt Gewürzpasten. Da lege ich mich aber noch nicht so ganz fest. So, wer denkt, mich schlecht machen zu müssen über Nachrichten bei Facebook, könnt ihr gerne machen. Nützt aber nichts, weil es stärkt mich sogar, darauf hin einzugehen. Warum? Ich bin ein Mensch, ich lerne aus Kritik. Und ich finde es auch schlecht, einem Menschen gegenüber ihn für Fehler zu diskriminieren oder beziehungsweise für Fehler anzusprechen. Wo ich mir immer sage, es ist doch schön, wenn ein Mensch was kann. Aber das wird nicht angesprochen. Es wird halt immer nur die schlechten Sachen angesprochen. Und das finde ich sehr, sehr schrecklich. Aber ich, wie gesagt, ich lerne daraus, ich stärke mich dadurch und mache es dann, oder beziehungsweise versuche ich es dann besser zu machen. Dass es natürlich dann immer wieder Leute gibt, die es besser können, keine Frage. Wenn es natürlich in Sicht vom Zuschauer jemand besser kann, ist das seine Sache. Er kann das besser einschätzen. Mir gefällt auch nicht jeder Kanal auf YouTube oder jede Fernsehsendung im Fernsehen. Ich gucke mal bestimmte Sachen an, die mich interessieren, wo ich denke, dieser Mensch dahinter, der versteht sein Werk und der hat Ahnung davon. Ja, wie gesagt, deswegen diese Woche auch kein Video. Ich habe es auch, muss ich ehrlich sagen, zeitlich nicht wirklich geschafft. Habe nur noch ein Privatleben, was man akzeptieren sollte. Aber dafür nächste Woche zwei Videos. Und wer Wünsche hat, schreibt es in die Kommentare hier unten. Und ansonsten werden meine Videos noch überarbeitet. Die ganzen Links werden noch besser gemacht. Also ich versuche, einen Mittelweg zu finden, euch den Kanal noch interessanter zu gestalten. Wenn ihr was habt, zum Beispiel eine Pro- und Kontraliste, euch was weiß ich, Pro, schreibt rein, Kontra, schreibt rein. Ich kann nur auf eure Wünsche eingehen, weil ich mache den Kanal klar auch für mich, weil es mir Spaß macht, aber ich mache ihn für euch. Und deswegen möchte ich, dass ihr mir reinschreibt, was ihr euch wünscht. Und dass es halt dabei bleibt, dass ich vielleicht auch keine Abonnenten verliere, ja, darum geht es natürlich halt auch, aber genau deswegen solltet ihr eure Wünsche einbringen. Ansonsten war es das die Woche, lasst euch gut gehen, bis nächste Woche bei zwei Videos und dann schauen wir mal. Wie gesagt, damit sage ich dann tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.